Ja, hallo meine Lieben, gleich vorweg, mehr als 30% der Weltbevölkerung leidet an einer Fettleber, die nicht durch Alkohol ausgelöst wurde. Und das erinnert mich schon ein bisschen an einen Krankenhausaufenthalt meinerseits vor vielen, vielen Jahren, wo mir der behandelnde Arzt dann so nebenbei attestierte, lieber Herr Sixt, oder mich vorher fragte, lieber Herr Sixt, wie viel trinken Sie denn? Als ich ihm sagte, ich trinke eigentlich 0,0, also gar nichts, und das seit Jahren, hat er mich ganz komisch angeschaut, gesagt, das gibt's ja gar nicht, Herr Sixt, Sie haben eine leichte Fettleber. Ja, das ist jetzt zwar nicht ganz so tragisch, aber trotzdem, Sie haben eine Fettleber. Und ich habe natürlich auch blöd aus der Wäsche geguckt, genauso wie der Arzt, weil ich es nicht verstehen konnte. Also damals war es offensichtlich noch nicht so klar, dass man auch eine Fettleber bekommen kann, wenn man nicht trinkt. Aus meiner Sicht ist der Wert der Leber sowieso viel zu wenig beachtet. Ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, da ja so die Meinung da ist, die Leber regeneriert sich von selber, was grundsätzlich auch stimmt. Das würde heißen, ich schneide von einer gesunden Leber ein Stückerl weg und das würde nachwachsen. Ja? Wenn aber die Leber schon erkrankt ist, wenn ich zum Beispiel Leberzirrhose habe, wenn Gewebe schon abgestorben ist, dann wächst das nicht mehr nach. Das wäre dann relativ einfach und dann wäre ja wirklich die Leber, wäre dann absolut unverwundbar, ist es halt einfach auch nicht. Aber doch, schauen wir weiter, warum haben eben nun so viele Menschen eine Fettleber, obwohl sie gar keinen Alkohol trinken? Das erfährst du, du weißt es eh, wie immer, nach dem Intro. Ja, aber vorweg einfach mal die wichtigsten Aufgaben der Leber, um das einfach wirklich zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Organ ist. Alleine das zeigt uns schon, wie gut eine funktionierende Leber einfach sein muss anhand dieser Aufgaben. Da hätten wir als ersten Punkt die Beteiligung an der Blutzuckerkontrolle. Da hätten wir zweitens Herstellung und Abbau von Hormonen und wichtigen Eiweißen. Da hätten wir drittens Herstellung von Cholesterin und den Gallensäuren. Vierter Punkt, Abbau und Umbau von Stoffwechselprodukten. Der fünfte Punkt wäre die Filterfunktion von Fett, von Kohlenhydraten und Vitaminen und Eisen. Der sechste Punkt wäre dann die bekannteste, die Entgiftungsaufgabe, Entgiftung und Filterfunktion. Eben bei Alkohol, bei Medikamenten, bei allen Giften, die in unseren Körper hineinkommen, bei den Nahrungsgiften und so weiter und so fort. Und der siebte Punkt wäre dann noch die Unterstützung des Immunsystems. Also unsere Leber ist mega, mega wichtig, kann ich nicht oft genug wiederholen. Warum ist es nun also möglich, dass 30-40% der Weltbevölkerung an einer Fettleber leidet? Und ja, die Fettleber, die kann halt dann auch die Vorstufe von noch schlimmeren Erkrankungen sein, wie zum Beispiel Hepatitis, Entzündung, ja, Leberzirrhose und dann im letzten Falle dann eben auch Leberkrebs werden. Also es wird wirklich Echtzeit hier präventiv und natürlich auch im Akutfalle, im chronischen Falle natürlich was zu tun, seine Leber zu unterstützen. Das ist noch viel wichtiger. Warum verfettet nun also die Leber? Machen wir noch einmal ein großes Fragezeichen. Und es geht jetzt primär nicht nur darum zu sagen, ich esse kein Fett mehr. Das macht wenig Sinn. Wie wir wissen, Fett, vor allem die richtigen Fette, sind absolut wichtig und richtig. Es geht hier primär darum, das Fett eben aus der Leber dahin zu bringen, wo wir es brauchen, damit eben Zellen gut funktionieren können. Natürlich sind andere Faktoren auch ganz, ganz wichtig, schlechte Fette zu uns zu nehmen, viel zu viel Zucker, viel zu viel Kohlenhydrate, aber da komme ich auch eh noch dahin. Grundsätzlich passiert Folgendes, damit Fettsäuren in die Zellen hineinkommen, da wo wir diese brauchen. Ja, innerhalb des Fettstoffwechsels transportieren Lipoproteine das mit der Nahrung aufgenommene Fett und Cholesterin zur Leber. Ja. Und hier in der Leber werden dann die Fette mit Hilfe von Phosphatidylcholin zu VLDL-Lipoproteinen eben umgewandelt, um sie dann zu den Geweben zu transportieren, wo wir sie eben dann für die Funktion der Zellen benötigen. Mangelt es aber an diesem Phosphatidylcholin, sammeln sich jetzt die Fette eben in der Leber an, weil sie nicht weiter transportiert werden. Und anstatt, wie gesagt, dorthin zu kommen, wo sie eben benötigt werden, um ihre wichtige Funktion in den Geweben auszuführen,
bleibt es dann in der Leber und dann sammelt sich eben das Fett in den Leberzellen an. Zusätzlich haben wir jetzt ja nicht nur das Fett in der Leber, sondern auch der Mangel an diesen Lipoproteinen, die ja in die Zellen kommen sollten, um dort eben ihre Aufgaben zu erledigen. Und das erzeugt dann natürlich wieder zusätzliche Symptomatiken, Krankheiten bzw. Symptome in den Zellen und im Körper. Also ein Cholinmangel hat jedoch aber nicht nur zur Folge, dass der Leberstoffwechsel nicht mehr anständig funktioniert, sondern er führt auch dazu, dass die Funktion des programmierten Zelltods nicht zerstört, sondern gestört wird. Das heißt, es werden gesunde Zellen getötet und in der Folge wirkt sich das natürlich auch auf die Leberzellen aus. Es ist ja ganz ein normaler Kreislauf, dass immer wieder sozusagen die Zellen, die abgestorbenen Zellen, die kranken Zellen hier eben getötet werden, dass es hier diesen programmierten Zelltod gibt. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist es eben so, dass auch die gesunden Zellen absterben oder getötet werden. Und dann sieht man einfach wiederum, welche fatalen Auswirkungen einfach dieser Mangel an semi-essentiellen Aminosäuren hat, weil das dann nicht mehr funktioniert und dann gehen natürlich auch die guten Zellen verloren und dass das auch wiederum Auswirkungen auf uns hat, ist ja eh logisch. Was kann man also tun, um keinen Cholinmangel zu haben und der Fettleber entgegenzuwirken? Die Fettleber entsteht ja durch zu viele Gifte, sie entsteht durch negative Einflüsse, dadurch wird die Funktion der Leber beeinträchtigt. Weiter ist natürlich auch die Fettzufuhr, vor allem von ungesunden Fetten, einer Fettleber zuträglich, wie ich es vorher schon gesagt habe. Diabetes ist auch gut für die Fettleber, also es ist natürlich im ironischen Sinne gut für die Fettleber, da der Zuckerstoffwechsel eng mit der Verfettung der Leber zusammenhängt. Ja? Und diesbezüglich macht es also absolut Sinn, genug Cholin zuzuführen und auf die gerade angegebenen Gründe, die für eine Fettleber eben sprechen, hier zu achten. Natürlich wichtige Fette auf die Nahrung schauen, Kohlenhydrate, ja, raffinierte Kohlenhydrate, die müssen alle weg, weil das erzeugt alles Zucker und das steht ja wieder mit dem Blutzuckerspiegel, mit dem zu hohen Blutzuckerspiegel in Verbund eben mit der Fettleber. Also auf diese Dinge wirklich achten. Welche Ernährung die Fettleber wie der Geschichte werden lässt und wie viel Cholin, meine Lieben, du oder ihr zu euch nehmen solltet, um eben deine Leber auf allen Ebenen wirklich zu unterstützen, sowie Blogbeiträge zu vielen anderen Gesundheitsthemen, das erfährst du auf meiner Homepage, also einfach auf die Homepage schauen, da kannst du das Ganze nochmal sehr genau nachlesen, habe ich dann auch Dosierempfehlungen, Dosisempfehlungen und eben auch was die Ernährung betrifft und viele, viele andere Blogbeiträge. Also schau einfach auf meine Homepage bewusstgesund-lebensmut.at, die ich hier eben herschreibe. Und ja, meine Lieben, das war's. Und zur Leber kann man wirklich nicht genug dazu machen. Eine funktional gestörte Leber ist einfach nicht gut. Und wir können sehr, sehr viel im Präventiv sowie auch im Akutfall dazu tun. Und meiner Meinung nach, und nicht nur meine Meinung, Cholin ist hier ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. In dem Sinne, gebt mir eure Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut in die Infobox zu meinen empfohlenen Produkten und schaut auch auf die Homepage, da könnt ihr dann alles noch einmal wesentlich genauer nachlesen, in Ruhe nachlesen und euch die wichtigen Informationen, wie eben auch Dosisempfehlungen und Nahrungsempfehlungen eben auch ganz, ganz in Ruhe euch anschauen. Also dann, ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.